Ja, hallo ihr Lieben, Christian Mischer, Paartherapeut, Psychologe und so weiter. Diesmal Videoblog, meistens rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute werden wir uns mal mit dem Player beschäftigen im Dating, aber nicht nur da. Und danach, wenn ihr noch länger dranbleibt, sage ich nochmal was über meine Ausbildung, die es ja immer eine Möglichkeit gibt, auch für dich, das einmal im Jahr zu starten. Ansonsten, ja, letzten Tage noch Verlustangstkurs habe ich schon. Antidramakurs, Drama-Fastenkur noch deutlich vergünstigt. Und dann geht's 1. Juli los, auch mit Manifestations-Challenge und Selbstliebe-Challenge. Ja, heute mal keine E-Mail, sondern ich finde das so einen wichtigen Begriff, den des Players oder der Playerin finde ich eigentlich noch besser als Bad Guy, Bad Girl, weil das noch mehr deutlich macht, was eigentlich so schief läuft im Dating. Und das betrifft überhaupt nicht nur Dating, das betrifft auch Freundschaftskontakte, das betrifft Business-Kontakte, das betrifft Kontakte auf der Arbeit. Und ja, was ist ein Player? Ein Player ist jemand, der das eine sagt und verspricht oder durchscheinen lässt und das andere tut. Zum eigenen Vorteil natürlich. Also hat eigentlich mit Spielen gar nichts zu tun, sondern einfach knallhart eigenen Vorteil durchzusetzen. Also zum Beispiel sieht so ein Dating-Profil so aus, als wenn jemand eine Beziehung haben wollte und benimmt sich auch, als wenn er eine Beziehung haben wollte und einmal mit dir in der Kiste gewesen und dann, und dann kommt raus, dass diese Person halt eine History hat von One-Night-Stands, Mini, also Affären, keine feste Beziehung und so weiter. Oder was weiß ich, du datest jemanden und fragst, datest du eigentlich auch andere Leute? Nee, ach, bestimmt nicht. Stellst dann aber fest, irgendwie durch Zufall ja meistens, das ist natürlich reihenweise Leute gedatet werden und es überhaupt nichts Exklusives ist und oder jemand ist vielleicht gar nicht getrennt oder ja, jemand sucht einfach nur irgendwie so einen Side-Chick oder so einen Side-Typen für Spaß, aber eigentlich ist in ganz anderen Konstrukten noch drin oder will noch mit der Ex befreundet sein oder dem Ex und noch mit dem ganz viel machen und so weiter. Hab mit Männerfrauen überhaupt nichts zu tun. Ich persönlich bin überzeugt, dass es genauso viel weibliche Playerinnen gibt. Unpopular Opinion vielleicht, aber bin ich von überzeugt. Ich glaube, das hängt jetzt nicht am Geschlecht. Und ja, es gibt es auch im Freundeskreis, wenn jemand nur ganz jemand freundschaftlich kennen und riesen Hallo und auch wie toll, dass wir uns kennengelernt haben auf irgendeiner Party meinetwegen, auch wie toll und es werden Nummern getauscht und und dann hörst du nie wieder was von diesen Leuten, ne? Dann denkst du, ach, das war ja total nett und schreibst denen und dann hörst du nie wieder was, ne? Das ist ein Player, also, ne? Das ist und oder auch im Job, also weiß ich nicht, du kriegst, dein Chef kommt und sagt, ganz tolle neue Aufgabe für dich. Also das kannst auch nur du. Ganz wichtig, das spricht exakt deinen Fähigkeiten und dann kriegst du so einen Shitburger serviert, einfach mit Drecksaufgaben, die kein Mensch machen will. Und ja, bist da quasi rein manipuliert so. Ne? Und also das ist für mich so das Problem, war es wahrscheinlich schon immer in der Welt, ist jetzt nicht, dass Leute vielleicht keine Beziehung haben wollen oder dass es Leute gibt, die wollen einfach keine Beziehung haben. Das ist auch total okay, ne? Oder Leute gibt, die, weiß nicht, wollen einfach andere Menschen nur ausnutzen. Ausnutzen ist schon so negativ. Also sehen Menschen eben nur als, nicht auf so einer persönlichen Ebene, sondern nur als Schachfiguren, wo sie ihre eigene Position mit verbessern können. Ja, wenn man das gleich sagen würde, dann wüsste man ja, wie man dran ist. Und dann weiß man ja, okay, es geht hier rein um, wer kann wem wie weiterhelfen. Gibt es ja manchmal auch ein Business. Und so, da kann man auch sagen, so, ich biete dir das, ich biete dir jenes. Und und ist ja okay. Man kann ja aufs viele Business-Austausche sind so, wenn man damit offenen Karten spielt, alles gut, ne? Oder wenn du jemanden datest und da sagst, so, worauf willst du eigentlich hinaus? Und wenn du dann sagst, ja, so ganz klar, Beziehung ist nichts für mich. Da ist nichts falsch dran, ne? Also das Problem ist halt immer, wenn man so tut, wie das eine und das andere dann macht. Und ich finde es einfach. Also ich habe immer das Gefühl, das nimmt so
dermaßen zu, weil wirklich, ich weiß gar nicht, ich habe auch mal gedacht, nach der Pandemie, es wird irgendwie mal besser oder so, aber jeder denkt nur an sich, jeder hat seinen eigenen Vorteil und ja, also natürlich schön, wenn alle so ihre Co-Abhängigkeit abbauen, das ist ja wunderbar, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, wobei es sind, glaube ich, jetzt nicht die Leute, die ihre Co-Abhängigkeit abgebaut haben, sondern es sind Leute, die sind einfach, ja, die machen das vielleicht schon ihr ganzes Leben, dass sie manipulieren, um ihre Wünsche erfüllt zu kriegen und denken, das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, dass man seine Wünsche anders nicht erfüllt bekommt, aber das macht, glaube ich, meiner Ansicht nach so ein ganz unangenehmes Lebensgefühl, wenn man damit viel konfrontiert wird, ist auch ganz meiner Ansicht nach auch wirklich viel so im Social-Media-Bereich. Ja, ist ein total unangenehmes Lebensgefühl, aber es ist, wie es ist, ne? Also insofern, das kannst du auch nicht immer, also ich kann das nicht, das kann keiner, du kannst das Leuten nicht an der Nasenspitze absehen, du kannst nur, sobald du merkst, ah, es geht in die Richtung, kannst du dich ohne viel Theater wieder rausziehen, aber man kann es niemand an der Nasenspitze absehen, aber es ist so unangenehm, ich weiß nicht, es ist einfach wirklich, genau, also das, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das gilt es möglichst schnell herauszufinden, wir reden ja viel über Dating hier, möglichst schnell herauszufinden und dann auch nicht zu denken, wenn da jemand sich so als Player herausstellt, dass es mit dir jetzt anders wird, sondern ja, auch du wirst bespielt werden, um die Bedürfnisse von eines anderen Menschen zu erfüllen. Und natürlich geht es auch in Beziehungen und Dating, Liebe, Sexualität, natürlich geht es immer auch eigene Bedürfnisse, Bedürfnisse des anderen. Aber ja, es sollte ausgeglichen sein. Ne? Es sollte nicht immer nur um die Bedürfnisse von einer Person gehen. Dann wird es halt letztlich toxisch irgendwann so. Ne? Und ich glaube, unsere Gesellschaft braucht da echt mehr. Aber egal, ich einsamer Rufer, nervös, interessiert eh die wenigsten. Aber ich wollte es mal gesagt haben, also Vorsicht bei Player. Und jetzt mal noch zur Ausbildung. Danke, dass du das jetzt auch noch gibst hier. Also ich finde es eine hervorragende Sache, haben schon ganz viele gemacht. Und zwar, da gibt es, wenn du so willst, so eine Liebeschip-Ausbildung. Es gibt zwei. Es gibt eine so für Einzelberatungskontexte und eine für Paarberatungskontexte, so. Also beides sind, nenne ich so Grundausbildung, Grundfortbildung, weil sie sind online, so ist komplett online. Du machst auch so eine Prüfung online und kannst es auch in deinem Tempo machen. Also es empfiehlt sich schon, mit den anderen zusammen anzufangen, aber du kannst es ja ganz in deinem Tempo machen, hat ja auch viele Vorteile. Wenn man so richtig dran ist, dauert das so 3 bis 6 Monate. So jeweils, oder kannst du dann auch parallel machen, die fangen so ein bisschen zeitversetzt an, muss sehr viel lesen, aber gut, ja, es ist, was ich auch ganz klar machen möchte, ist, also da ich euch ja auch viele ja auch nicht kennenlerne, so direkt sozusagen, sage ich immer so, das ist eine Wissensvermittlung, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, wie gut seid ihr in der Gesprächsführung oder was weiß ich, sondern ich vermittle aber mein Wissen im Einzelkontext. Es ist das Wissen, wie geht man mit toxischen Beziehungssituationen und mit Liebeskummer und so weiter. Im Paarkontext ist es eher allgemein mein Wissen über ja Paarberatungsprozesse, also auch ganzen Tipps und Tricks. Das heißt, wenn du, das glaube ich sehr gut, wenn man sowieso schon weiß ich nicht, irgendwie eine Ausbildung hat, was weiß ich, systemischer Coach, Psychologe, kleiner Heilpraktiker mit irgendeiner Beratungsausbildung, was whatever, kann das ein guter Baustein sein, den du einfach dazu packst. Ah, prima, da ziehe ich mir jetzt einfach nochmal das Wissen von Hemschi ab. Und ist auch immer mal angedacht, so eine Advanced zu machen, die dann live wäre, aber hat sich bisher einfach noch nicht so manifestiert für mich. Also beziehungsweise habe ich jetzt auch nicht, müsste ich mal weiterverfolgen irgendwie. Aber das, so ist der Stand. Erstmal, deswegen, weil ich auch jetzt nicht sagen kann, wer was jetzt mit diesem Wissen macht, halte ich mich da auch immer so ein bisschen raus, sage immer, hey, ich gebe dir das Wissen, was du damit machst, das ist deine Verantwortung und empfehle aber auch ganz klar, wenn man vorher noch nichts gemacht hat, da zusätzlich auch noch ja, eine Basisausbildung dazu zu machen, wo halt so Gesprächsführung, Basiswissen über psychische Prozesse oder so, Beratungsbasis noch dazukommt. Aber es ist auch Thema meiner Fortbildung so am Anfang gleich, was man da noch gut dazu machen kann. Manche machen es auch nur für sich, weil sie einfach tiefer verstehen wollen, vor allen Dingen bei dieser Einzelausbildung,
ja, dieses ganze, also dieses ganze Background-Wissen über toxische Beziehungen, wie man damit umgeht und so, also wollen, machen viele auch für sich einzeln, ist auch total in Ordnung. Und genau, also es gibt jetzt, es gibt immer jedes Jahr dann zum Frühbucherpreis, also das geht, die Einzel geht 15. November los, immer so traditionell, und die Paar 15. Februar, jetzt dann 2024. Wenn jetzt irgendwie jemand, wir haben jetzt auch gerade jemand, der will unbedingt schon früher anfangen, da machst du es halt, ist auch kein Problem. Oder wir haben immer wieder Leute, die sagen, ja, dann geht's jetzt los und ich kann jetzt aber noch nicht, ich habe erst in 3 Monaten Zeit, kann ich es dann noch machen? Ja, ist überhaupt kein Problem. Also es gibt so einen festgelegten Ablauf, aber wenn du den für dich verlängerst oder die Sachen einfach liegen lässt eine Zeit lang, kein Problem. Und dann gibt es halt irgendwann eine Prüfung, kommst du so ein Zertifikat von mir. Und genau. Ich würde, wenn dich dafür interessierst, würde ich, glaube ich, nicht so lange warten, weil das ist, glaube ich, eins der ganz, oder überhaupt das einzige noch von meinem Angeboten, wo nicht die Preise erhöht worden sind. Das kann jederzeit passieren. Ich finde es wirklich sehr günstig. Ich glaube, die Einzel kostet 1.950. Und wenn du beide zusammen machst, 2.750 so als Kombipreis, oder die Paar einzeln halt auch 1.950. Also zeigt mir mal, wo ihr das findet. Mit diesem geballten Wissen aus Jahrzehnten Beratung auf meiner Seite. Das wird bestimmt bald teurer, das kann ich schon sicher sagen. Ja, guck einfach mal, findest du einfach oben so einen Reiter auf meiner Webseite, Ausbildung, findest du alles Weitere. Und genau, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schau, ach ja, heute Abend bin ich 20 Uhr auf Twitch, wollte ich noch sagen, montags jetzt immer, ist irgendwie ganz lockeres Format, also ich spiele, sage ich mal gleich, ich spiele Harry Potter, ich mache ein Let's Play, beantworte nebenbei ein paar Fragen über Dating, Beziehung, Liebe oder was auch immer, letztes Mal haben wir auch über ganz andere Sachen gesprochen, klassisches Let's Play, wenn du Bock drauf hast, komm dazu, wenn nicht, auch kein Problem, einfach auf twitch.tv/liebeschip oder einfach liebeschip eingeben. Findest du ganz easy. Wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.